Das ist der schnelle Anzug, oder? Ich habe das früher gehasst, bei diesen Anzügen, dass mein Bauch so eingequetscht war, dann hatte ich immer ein Bauchproblem beim Laufen. Heute war mein Arkadenlauf und ich habe bestimmt Muskelkater morgen und deswegen... Und Schwimmen habe ich auch ein bisschen vernachlässigt die letzten 5 Jahre. Und Radfahren habe ich eigentlich auch vernachlässigt. Und Laufen habe ich die letzten 4 Wochen vernachlässigt. Aber sonst bist du top vorbereitet. Sonst bin ich top vorbereitet. Die Wechsel kann ich gut. Mental bist du doch auch. Okay. Voll, genau. Und da entscheidet sich das Rennen ja auch. Sondern okay. Auch im anderen Bein. Genau. Und ich überlege jetzt, ob ich etwas zum Fahrradfehlen drüber ziehen soll. Dieses Problem lösen. Ich kenne mich halt null aus, ne? Ich könnte mal Felix nochmal fragen, was er empfehlen würde. Aber Felix ist doch auch kein erfahrener Triathlet. Hey, weil wenn du hier die Leute anfeuerst, dann kannst du zwischendrin auf Toilette gehen, dir einen Kuchen holen und dann kommen sie wieder an. Das ist halt wirklich krank. Guck mal, wie lange die braucht, bis sie wieder hier sind. Das ist wirklich Wahnsinn. Dann würde das auch so lange dauern. Beim Aquajoggen bin ich gegen so eine ältere Dame um die Wette gejoggt. Also sie ist geschwommen, ich Aquajoggen. Wenn ich das eben komme, ich sage richtig Bock, auch hier bei 15 Grad zu schwimmen. Mit der Mucke. Alter, die von Start zu sehen, ist einfach was. Nee, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock. Heute Morgen musste ich hier schon hin und mein Fahrrad und alles einchecken. Das war so kompliziert, fand ich. Dass man sich da Gedanken machen muss, was man in welchem Beutel tut, was man später anziehen will, was man am Fahrrad lässt, was man in den zweiten Beutel dann noch tut und wie die Sachen dann genau aussehen und so. Ich bin immer übel aufgeregt. Ich finde das die schlimmste Zeit jetzt. Hoppe, hoppe, Reiter, wenn er fällt, dann schreit er. Ich darf nicht für die Arbeit machen. Ich mal, also ihr passt auf meinen Rucksack auf. Viel Erfolg, Mensch! Und ich hoffe, ich sterbe nicht. Das stimmt. Gott, das stimmt. Es ist draußen noch mehr. 2, 1. Der Niki macht eine gute Gleitphase, aber ich glaube, dem wird richtig kalt gerade, weil man sieht es so ein bisschen. Der wird immer so ein bisschen enger, ein bisschen verkrampfter. Aber gut. Kann man eine Kraulbahn einlegen oder so, ne? Ja, keine Ahnung. Beine. Delfin zum Auflockern. Sauber, sauber, sauber. Mit der 136. Der Nächste. Der hier jetzt. Ja. Ihr macht coole Videos. Ja. Können wir dich noch beim Autogramme geben, Film, Niki, ja. Ne? Unbedingt.